Nach dem Fluff and Taste in derselben Sorte folgt nun das Design Away. Kürzlich erschienen, gibt es die Möglichkeit, zwischen zwei Größen zu wählen. Falls man sich unsicher ist, ob einem dieser Geschmack zusagt, wählt man im Zweifelsfall einfach die 390 Gramm Dose. Man merkt auf jeden Fall einen Unterschied zur Fluff and Taste Sorte. Ich finde, dass die weiße Schokolade hier nicht ganz so intensiv durchkommt. Die Konsistenz ist sehr flüssig. Vom Geruch her fühlt man sich, wenn man den Shake mit Wasser gemischt hat, ein bisschen mehr an weiße Schokolade erinnert. Schmecken tut es leicht zahnig und ein bisschen nach Vanille. Wenn man auf die weißen Schokostücke trifft, wird es ein bisschen süßer. Insgesamt ist der Shake sehr mild. Nicht nur mit der Süße wurde sich zurückgehalten, auch der typisch weiße Schokoladengeschmack kommt in abgeschwächter Version zum Vorschein. Im Vergleich zur Fluff and Daisy Sorte finde ich das Whey deutlich geschmacksärmer. Wüsste ich nicht, um welche Sorte es sich hier handelt, hätte ich auf ein Sahne-Vanille-Eis getippt mit dem Zusatz Sahne-Eis mit einem Hauch Vanille. Für meinen Geschmack könnte es gern noch etwas süßer und intensiver nach weißer Schokolade schmecken. Die kleinen Schokostückchen reißen den Geschmack nicht wirklich raus. Es fehlt an Intensität und dem Wow-Effekt.